Er hat nichts gemacht. Toll. Ich hab was gefasst! Nichts! Wir haben schwere Verluste! Na los, ihr Schnappschwänze! Nahkampf ist richtig vorteilhaft. So schnell werdet ihr uns nicht los! Ja. Das darf nicht wahr sein! Ja, das ist aber so. Das ist aber so. Ärgerlich, ne? Ja. Ja. Das ist richtig. Wo ist der denn? Sag keiner. Los, holen wir sie uns. Das war jetzt aber. So schnell werden wir uns nicht los! Was? Was geht denn? So wie die Kamera wahrscheinlich. So viel dazu! Aha. Ja, verdammt! Ja. Okay, ja. Nicht so gut, ne? Ja. Meine Sklaven. Achso, das Radio. Verlieh ich nicht. So, ich hätte schon was ist das. Okay. Ja, blöder ist das halt eben. Deswegen. Ich bin einfach mal. Weil das immer so lang dauert bei mir. Achso, der. Okay. Ich bin da. Also ich geh halt drauf. Ah, ja, ich loote noch alles. Warum denn nicht?
Truhe bekommen, auch aha. Aha, haha. Okay, warte, bevor wir das machen. Erstmal. Verschabe. Guck mal, keine Symbole. Die wurden so schnell gelootet, dass die haben keine. Ah, okay, jetzt. Das ist einmal dieselbe. Ratit. Die würde ich gerne behalten. Was hat man denn hier? Okay. Jacken. Ja, nee. Okay, warte mal. Da geht nichts, okay. Da geht auch nichts. Ah, alles klar. Ah, Eierglöcher, da fehlen uns zwei. Nee. Warum geht das nicht? Fehlen eigentlich von 36. Das ist doch, hä? Also ich hab... Achso. Ah, okay. Jetzt check ich es. So, die Brille schon mal. Nein, stimmt, speichern. Ach, geht natürlich nicht, ne, ihr kleinen Drecksäcke. Halt. Der Splitter ist drin. Ja. Wie lange brauchst du, um... Ich bin fertig. Ja, es hat geklappt. Also können wir weiter? Nach Mikoshi? Dein Pfad ist geöffnet. Danke, Alt. Bist du dir sicher? Klar. Ich bin bereit. Bist du dir sicher? Ich auch. Weiter geht's. Bist du dir sicher? Ich meine, als ob ich dir nicht vertrauen soll. Ach so. Halt sie! Ist ja noch auf unserer Seite, ne? So! Ja. Das stimmt nicht. Das ist zu still. Noch wäre ein mulmiges Gefühl. Irgendwas ist. Guck mal, ich tue es. Jetzt wissen wir auch was. Was da? Lassen die mal, ne? Wir wollten wohl abhauen. Ein geeignetes Auto liegt hier. Nein, dieser Alp macht keine Gefangenen. Der war schuld. Oh, hat nachgeladen, ne, oder? Komisch. Ja, warum? Nein, Adams Wäscher. Der Adam kommt gleich. Die hätte man nicht töten müssen. Alle kalt gemacht. Haben sicher nicht mal gemerkt, dass Alt ihr Eis zerschlagen hat. Ihr kennt wohl keine Gnade. Schwer Gnade zu zeigen, wenn man nicht mehr weiß, was das ist. Warte. Hey, irgendwas ist doch hier. Kann ich den gucken? Ah, achso. Kann ich das nicht machen? Okay. Ich sag auch noch was, Mann!
Warum baut ihr das auch ein? Seid ihr selber schuld? Smasher. Das war's. Wir haben's geschafft. Nur noch ein paar Schritte zwischen bitte. Dir und Mikoshi. Nein, nein. Kriegst du schon was passiert? Oh Gott. Wir sind an deiner Seite. Ja, Leute. Alle Kaldos stehen zu ihrem Wort. Viel weiter kann's nicht sein, oder? Jetzt nur noch der Raum hinter der Sperre. Und dann kommt der Kern. Oh, ich muss kotzen. Bleib bitte hier. Der Adam kommt. Oak ist ja auch gestorben. Oh nein, wer in Zone stirbt. Du schaffst das. Oh nein. Nein, nein, nein. Adam Smasher, ich erinnere mich, hast mal geschworen, Silverhand zu töten. Hast heute einen von den Guten umgebracht. Er wusste, worauf er sich einlässt. Nein, Saul wollte hier nicht sein. Er ist mir hierher gefolgt, hat sich geopfert. Für eine Freundin, für die Familie. Aber davon verstehst du nichts. Hey, aber Saul war da direkt schon drüber. Letzte Graffiti. Ja, weiß nicht. Eigentlich haben wir doch alle. Warte, ich muss. Guck nicht hin. Weiter. Es war so klar. Ich hab doch gesagt, bleib zurück. Ich meine, der ist zurückgeblieben, aber der kam dann von hinten. Ich hab gedacht, der wäre hier drin schon. Sie ist schwach aus. Ich schaff das. Liegt vor dir. Ja, jetzt kommt's. Dann fände mich auf der anderen Seite. Komm, komm, ich stütze dich. Okay, jetzt haben wir. Ich bin jetzt nicht alleine hier. Ich
freischalten? Nein! Also wir entscheiden uns... Scheiße, wir müssen gleich mal gucken, für was wir uns entscheiden müssen. Das kennen wir alles. Also, ja, doppelte Gespräche vorkommen. So, wir. Ich hab's. Es ergibt einen Sinn. Hey, Johnny. Alles gepackt und Niete? Bereit für dein One-Way-Ticket? Oh, das wollte sich so sagen. Findest du das witzig? Weißt du, etwas Gutes hatte es, Johnny Silverhand zu werden. Man hört auf, sich um Johnny Silverhand einen Kopf zu machen. Aha. Du hast also schon entschieden, was als nächstes kommt? Das war jetzt irgendwie unfreundlich, das wollte ich nicht. Ich will zuerst mit Al sprechen. Wo steckt sie denn? Du hast es noch nicht kapiert, oder? Was meinst du? Alt hat uns schon getrennt. Als du dich mit Mikoshi verlinkt hast, hat sie dich Soulkiller vorgeworfen. Dein Output macht keine halben Sachen. Ich bin nicht seine Freundin. Hey Alt, jetzt wo die Seelentrennung durch ist, was kommt als nächstes? Ich verifiziere gerade die Prüfsumme und eliminiere dabei Engram-Kopiefehler. Moment, heißt das, ich bin ein Konstrukt? Das heißt, du stehst in meinen Fußstapfen. Der nächste Schritt ist, dich in einen Käfig von Neuronen und Schleim zu kopieren. Moment mal, ganz langsam. Ich will wissen, was zum Teufel genau mit mir los ist. Ich habe eure Psychen mit Soulkiller getrennt. Und so wie es Konstrukt erschaffen. Und ein analgesisches Protokoll gegen jegliches Schmerzempfinden hinzugefügt. Ich konnte nicht alle Änderungen durch Johnnys Dateneinfall eliminieren und überschreiben, aber Vis Engram-Integrität ist immer noch hoch. Auf Deutsch, du kannst also ihre Psyche wieder in ihr Hirn transferieren? Wie auf eine neue, leere Partition. Auf Deutsch, ja. Wollt ihr Mikoshi immer noch auslöschen? Mhm. Es muss brennen. Was ist mit all denen, die noch eingeschlossen sind? Ich befreie sie und nehme sie mit. Red keinen Scheiß. Du wirst sie auffressen und zu einem Teil von dir machen. Ist nicht so, als wäre die Alternative rosiger, oder? Das war's also. Wir sind fertig. Du hast Wort gehalten. Es gibt einen Aspekt, den ich nicht bedacht habe. Alt? Was? Der Körper als Schlüsselfaktor dieser Transaktion. Die DNA-Rekonfiguration durch den Relic ist zu weit fortgeschritten. Dazu die aggressive, invasive Medikation und der Körper, der seine eigenen Neuronen angreift. Scheiße, spul vor bis ans Ende. Nachdem ich dein Konstrukt in deinen Körper transferiert... Es sei vorspult. Bist du absolut sicher? Das kennen wir doch. Prüf's nochmal nach. Es muss doch was geben. Dein Körper. Baby. Ich glaub das nicht. Alles. Alles, was wir getan haben, war umsonst. Ich hab genug davon. Von allem. Besonders von dir. Perfekt, denn wir bleiben beim Plan. Ich gehe mit Alt, wohin auch immer, und du behältst deinen Körper. Wo geht sie überhaupt hin mit dir? Hinter die Black Wall, damit ich ein Teil von ihr werde. Was immer das bedeutet. Gibt es wirklich keinen anderen Weg? Wie gesagt, Johnny kann im Körper bleiben. Und du? Du kannst mit mir kommen. Ich meinte eher, es sollte
ein gutes Ende sein. Für uns beide. Hier? Für solche wie uns? Falsche Stadt. Falsches Publikum. Und dennoch hast du dir willensstark das Recht erarbeitet, wählen zu können. Die Brücke führt tiefer in den Cyberspace. Überquerst du sie, trennst du die Verbindung zu deinem Körper. Nee, ich gehe in den Schacht. Der Pfad zu deinem Körper führt durch diesen Schacht. Weißt du noch? Ich habe gesagt, ich will, dass du meinen Körper bekommst. Aber ich kann's nicht. Tut mir leid. Da verschwindet er. Ohne ein Wort zu sagen. Scheint's dafür. Leb wohl, V. Und vergiss nicht, gib niemals auf. Ich werde dich vermissen, mein Samurai. Und der Schaden ist größer als der Staatshaushalt vieler Länder. Pech gehabt, Saka. Wie fühlt sich das an, nochmal zu verlieren? Sorgt euch nicht, ihr Ungewaschenen. Unser wundersames Leben in Night City ändert sich kaum. Wie üblich halt. Wir leben inmitten von Staub und Chrom. Und zu Staub und Chrom haben wir zerfallen. Und jetzt habe ich gute und schlechte Nachrichten. Die gute... Oh, mein ganzes Geld ist weg. Wie ist das denn passiert? Warum wolltest du dich hier treffen? Ist es der Ausblick? Oder wirst du sentimental? Du erinnerst dich also. Ich dachte, es wäre was Einmaliges. Ich helfe dir, du hilfst mir. Fuck. Nein, eigentlich stimmt das nicht. Hattest die Ruffen im Auge? Du wolltest sie dir holen. Mit Mitchs und Scorpions Hilfe. Wären sie einverstanden gewesen, hättest du mich gleich zum Teufel gejagt. Ach, komm schon. Guck dir die Stadt an. Irgendwo wundern die ganzen Penner von Arasaka sich, wie sie so viel verlieren konnten. Irgendwann verstehen sie es. Aber dann sind wir längst weg. Nicht erwartet, dass die Dinge so enden würden. Du meinst Mikoshi? Ah, Night City. Dachtest du, du würdest ewig hier bleiben? Vor ein paar Monaten war ich noch davon überzeugt. Hätte meinen Arsch drauf verwettet. Die Wette hätte ich gründlich verloren. Ja, ganz was anderes sagen als und jetzt als Stand. Sind wir wieder unterwegs. Ohne dich hätte ich den Mut nicht aufgebracht. Danke. Ach, hör auf. Und verabschiede dich vom Ausblick. Die Stadt wirst du nie wiedersehen. Ich dachte mal, die Stadt und ich wären verbunden. Sie gehörte mir und ich ihr. Aber jetzt hält mich nichts mehr dort. So geht's mir auch. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Wir dachten eben, die Stadt zeigt uns, wer wir wirklich sind. Uns beiden. Ja, aber sie ist wie ein scheiß Dealer an einem scheiß Casino in Kabuki. Ich habe alles gesetzt und alles verloren. Fast alles.
Stimmt auch wieder. Etwas schulden wir diesem Drecksloch. Aber wir hauen trotzdem ab. Endlich. Setzen unser Geld auf was Besseres. Irgendwo anders. Scheiße, wie. Du blutest wieder. Ich finde es schon eine Lösung, Panam. Wix-Medikamente helfen noch. Und wenn wir erstmal da sind, klappern wir deine Kontakte ab. Die haben unsere Leute schon aus den schlimmsten Lagen rausgeholt. Die helfen dir auch. Das beruhigt mich wirklich. Übrigens, wie steht's mit unserem Plan? Alles vorbereitet. Wir treffen bald unsere Leute, holen unser Zeug und verschwinden. Der Weg wird hart. Aber wenn wir keinen Scheiß bauen, müssten wir in ein paar Stunden über die Grenze sein. Lass uns verschwinden. Okay. Aber wie? Sieh dir die Stadt noch ein letztes Mal an. Wenn du willst, meine ich. Ich warte im Auto. Ja, boah, das sieht zu geil aus, ne? Also, Night City, mach keinen Ärger, ha? Huh? Tschüss. Lass es ausmachen. Gentlemen, Extraordinär Yuri Nobu Arasaka hat bestätigt, seine Schwester Hanako war eins der Opfer. Sieht aus, als stehen ein paar Veränderungen an der Spitze des Megakonzerns an. Natürlich, wie üblich, getränkt in Blut, Schweiß und Tränen. Genug von dem Geschwafel. Das reicht. Wie sich Entscheidungen einfach ändern, ne? Das ist krass. Die meisten unserer Leute sind schon rüber. Sie warten auf der anderen Seite. Und unsere Souvenirs von Mikoshi? Wenn wir mit solcher Techno in die Nähe der Tore kommen, knallen die uns einfach ab. Wir haben es überprüft. Arasaka hat an jedem Grenzübergang Leute. Aber wir kennen eine andere Route. Arasaka. Déjà-vu. Habe ich was Falsches gesagt? Musste gerade nur an Jackie denken. Und den Arasaka-Job. Du weißt ja, wie gut der lief. Tut mir leid, weh. Komm schon, Panam. War doch nicht deine Schuld. Außerdem werden die Dinge diesmal anders laufen. Das sieht schon geil aus, oder? Eines werde ich an Night City vermissen. Was denn? Das Essen. Der Thai auf der 7th in Haywood, die Piroggen bei den Docks. Ernsthaft? Glaub mir, wenn wir erstmal eine Weile unterwegs waren, wirst du es verstehen. Im Ernst? Kann's kaum erwarten. Unser neues Leben da draußen wird das reinste Chaos werden. Darauf verwette ich meinen Arsch. Macht nichts. Es wird ein gutes Leben. Ich spür's. Und du wirst es auch spüren. Boah, der ist cool aus. Hanna, sag mal, haust du aus Night City ab oder machst du ihr Teekränzchen mit deiner Granny? Mach hin oder der Sturm kriegt dich. Leck mich! Mitch. Hey. Hey, wie? Komm schneller. Schön, deine Stimme zu hören, Schum. Oh, was geht? Gib mir einen Monat und ich bin wie neu. Hab doch gesagt, ich komm klar. Quatsch nicht, Mitch. Nach Mikoshi warst du dir da nicht so sicher. Der Einzige, den wir kennen, der noch lebt. Wochenlang lag der Typ flach. Völlig matsch. Während seine Synapsen nicht tat wie Stahl, wäre er draufgegangen. Die Panzer im Krieg waren also doch für was gut. Aber du hast uns allen den Arsch gerettet. Schade, dass Saul nicht mehr da ist. Oder Teddy, Bobby und Scorpion. Scorpion, oh. Die hätten dich nach der Aktion mit dem Panzer grün und blau geprügelt.
und dann umarmt, bis du kotzt. Ich weiß, Panam, ich weiß. Vielleicht kann man wir ja haben Familie... eine neue Chance gekriegt. Vermasseln wir es nicht. Bin froh, dass du bei uns bist, Vi. Wir sehen uns. Vielleicht kann man ja unsere Familie vergrößern. Du weißt, was ich meine. Ich riech das Ozon sogar durch die Klimaanlage. Das ist der Sturm. Er kommt näher. So, Apadenin. Okay, wir sind da. Wird auch Zeit. Wir sind direkt hinter dir. Hier ist das Lager. Das ist derzeitige. Hey, der Opa ist da. Wer war denn Teddy? Hey, Mitch. Hey, sollten uns so langsam verpissen, oder? Hey, wie sieht's aus? Ist alles vorbereitet? Wir sind fast soweit. Du hast ihn also gefunden, wo wir ihn vermutet haben? Alles geplant und vorbereitet? Sieht so aus. Aber da wartet wohl jemand auf dich. Komm einfach später wieder. Dann gehen wir die Einzelheiten durch. Seht das Kind. Der Junge ist blass und mager. Wie? Ich will ganz ehrlich mit dir sein. Okay. Du siehst scheiße aus. Bekommt dir die frische Luft etwa so schlecht? Ganz im Gegenteil, Cowboy. Ich fühle mich endlich richtig lebendig. Ich mochte den Optimismus der Jugend schon immer. Ja. Schlechte Gedanken denken sich leicht, aber sie verzerren die Wahrheit. Denk, dass dir der Sprit ausgeht und es passiert. Denk über den Tod nach und deine Tage sind gezählt. Jetzt mach dich lieber fertig. Wir müssen eine Grenze überqueren und einem Sturm entkommen. Straffer Zeitplan für einen Tag. Alles klar. Die beiden. Kann ich irgendwie helfen? Nein, alles ist gepackt und bereit. Okay. Wir haben nur noch auf dich gewartet. Ja dann. Okay, der Plan. Nur noch einmal. Wir nehmen keinen offiziellen Übergang. Das weißt du schon, oder? Wir wollen einen alten Schmugglertunnel benutzen. In der Nähe der Mauer. Ein Tunnel? Hast du nie erwähnt. Hast du ja nie gefragt? Er ist uralt und war nicht leicht zu finden, aber zum Glück ist er intakt. Nichts kann uns jetzt mehr aufhalten. Okay, der Tunnel klingt super und so. Aber wir müssen erstmal hin. Wie sehen die Sicherheitsmaßnahmen da aus? Das ganze Gebiet ist voller Tech. Drohnen patrouillieren ständig. Vielleicht auch schwereres Zeug. Keine Sorge. Wir wissen, was auf uns zukommt. Und Carol und Cassidy halten die Konzernficker von uns fern. Und niemand wird uns sehen? Früher oder später werden die Wachen merken, dass irgendwas nicht stimmt. Aber wenn es soweit ist, sind wir längst über alle Berge. Außerdem wird der Sturm unsere Spuren verwischen. Glücklicher Zufall. Wir brauchen mehr als den Sturm, um die Konzernratten abzuschütteln. Die haben größere Probleme als uns. Und selbst wenn nicht, sollen sie doch kommen. Sie werden's bereuen. Okay, und was, wenn wir drüben sind? Dann fahren wir zum Treffpunkt und schließen uns den anderen an. Anschließend geht's weiter nach Tucson. Und dort bestimmen wir, wo's lang geht, oder? Wir kennen die Straßen in- und auswendig. Und in Arizona gibt es viele Leute, die uns was schulden. Also wenn die Sache einen Haken hat, finde ich ihn nicht. Ab heute schulterst du nicht mehr alles alleine. Du hast jetzt uns weh. Gewöhnst dich schon noch dran. Sieht aus, als wäre ich euch eine Menge schuldig. Ach, red kein Bullshit. Wir sitzen alle im selben Boot. Und dank dir haben wir genug Tech von Arasaka geklaut, um einen scheiß Flugzeugträger zu bauen. Glaub mir, auf der Liste der gesuchten Personen kommen wir gleich nach dir. Okay, wir sollten los, ehe der Sturm uns einholt. Braindance Club in Chicago, vor einer halben Ewigkeit. Aber ich hab sie nicht geschnitten, wir hatten die fertigen.
Hab nur die Dopaminware und so drüber gelegt. Damals, als die neuen Gesetze kamen. Wie? Da bist du ja. Oh, Judy. Hey, Jude, du hast's geschafft. Hätte nicht gedacht, dass du kommst. Ja, Carol hat mich mitgenommen. Sonst hätte ich das hier nie im Leben gefunden. Scheiße, bin ich froh, dass du hier bist. Dass du es dir nicht anders überlegt hast. Glaub mir, ich habe mich schon vor dir entschieden. Es ist nur... ihr habt eindeutig was zu besprechen. Ich lasse euch Mädels mal allein. Okay. Ist alles okay? Ich habe gerade erst erkannt, dass Night City nie richtig für mich war. Ich dachte immer, irgendwann kommt der Tag, an dem ich mich dort zu Hause fühle und sicher, sogar heimisch. Du findest deinen Platz, wo du dich wirklich wohlfühlst. Das sagst du nur, weil du ihn schon gefunden hast. Ich sag's, weil ich weiß, dass du ihn auch findest. Warum fühle ich mich dann, als würde ich wegrennen? Du rennst nicht weg. Du wagst einen Neustart. Fängst nochmal ganz von vorn an. Interessant, dass du das sagst. Ich habe Zeit immer in Phasen eingeteilt. Von einer in die nächste. In der ersten war ich im beengten Megagebäude, dann im Gruppenheim, dann bei den Mocs. Jedes Mal dachte ich, ich hätte ein Zuhause gefunden. Und jedes Mal wurde ich enttäuscht. Das wird sich jetzt ändern, du wirst sehen. Versprochen? Nein, ich will dir nichts versprechen. Das muss ich nicht. Du wirst es schon sehen. Bald haben wir ein Zuhause. Das klingt gut. Richtig gut. Finde ich auch. Alles wird gut. Wenn mir eines absolut klar ist, dann das. Fühl mich schon besser. Es geht bald los. Wir müssen dem Sturm entkommen. Und wir sollten Panam nicht ans Bein pissen. Ja, Carol hat mich schon vorgewarnt. Keine Sorge, du wirst sie mögen. Also dann, wollen wir? Also, wollen wir?